Hi, ich bin Marc und ich bin heute unterwegs in Oldenburg im Mansholder Holz. Habe heute ein bisschen Holz gemacht, habt ihr ja gerade gesehen. Und jetzt ist Mittagszeit und ich habe richtig Knast, ich habe richtig Hunger. Und der Helmut von Jankas Filmschmiede hat einmal Knorr Großmutters Geheimnis ausprobiert. Das ist ein Auflauf. Ich habe jetzt hier die Variante hier Nudeltopf. Und ich habe ihm versprochen in den Kommentaren, dass ich das auch mal ausprobiere. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise immer selbst koche. Und ich habe gemerkt, dass ich den ausgesucht habe in dem Laden. Ich wollte eigentlich Kartoffelsuppe haben. Da gibt es auch immer Kartoffelsuppe, aber gab es leider nicht. Ja, das ist seit, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, das erste Mal ist, dass ich so ein Fertigteil hier habe. Ja, ich werde das jetzt ausprobieren. Ich habe mir dazu hier auf eine meiner abgesägten Baumstämme meinen Frangiamini hingestellt. Und da werde ich jetzt den Eintopf kochen. Ausprobieren. Dann werde ich euch natürlich wissen lassen, wie ich das so finde. Und ob das funktioniert. Ich habe heute wahnsinnig viel gearbeitet. Ich brauche richtig Energie und mal gucken, ob das funktioniert. Ja, los geht's. Da sollen ungefähr 600 Milliliter Wasser rein. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel in den Topf reinpasst, aber ich gebe mal so eine gute Menge rein. Ich denke mal, das wird ungefähr passen. So. Okay. Anleitung hier drauf. Beutelinhalt mit einem Kochlöffel in 0,6 Liter kochendes Wasser einrühren. Also anmachen zum Kochen. So, ein bisschen warten. Und da bin ich sehr gespannt. Soll 10 Minuten dann noch kochen. Allerdings habe ich ein kleines Problem. Bei schwacher Hitze im offenen Topf 10 Minuten kochen lassen. Ab und zu umrühren. Den Topf von der Herdplatte nehmen und bei geschlossenem Deckel noch mal 5 Minuten ziehen lassen. Mit dem Trangiamini mittlerer Hitze wird ein bisschen schwierig, aber naja, ich werde es einfach ausprobieren. Gut. So, das Wasser kocht.
Okay, das war's. Ich glaube, ich habe zu viel Wasser reingemacht. Naja. Das riecht gar nicht mal schlecht. So, das Futter ist fertig. Habt ihr ja gerade gesehen. Ich werde jetzt das erste Mal probieren. Ich habe noch nicht, überhaupt nicht probiert. Ich habe die auch nicht getunt, ich habe da nichts anderes reingemacht. Ich habe die einfach nur so gelassen, wie sie ist. Also am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz schön wenig, weil ich zu viel Wasser reingemacht hätte. Nee, aber ist nicht so. Die ist wirklich gut aufgegangen. Also ehrlich, das ist ganz gut. Ziemlich stark gewürzt. Aber gar nicht mal übel. Schön viele Nudeln drin, das gibt Energie, das ist gut. Ja, essbar. Auf jeden Fall. So, Helmut von Janka Filmschmiede. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich beeindruckt von diesen Großmutters Geheimnis, muss ich ehrlich sagen. Echt ganz gut. Ich bin gut gesättigt. Hier steht drauf, zwei Portionen oder zwei Teller, ganz ehrlich. Nein. Also eine Portion für mich ist wirklich okay. Super. Ja. Klasse. Dankeschön an dich nochmal für den Tipp. Dein Video werde ich hier irgendwo, also in dem du das ausprobiert hast, werde ich hier irgendwo verlinken. Dann könnt ihr euch das auch alle anschauen. Tolles Video. Helmut sitzt da mitten im Wald und macht sich, ich glaube, er macht sich einen Lindeneintopf, wenn ich das richtig weiß. Aber du tunst den noch irgendwie mit Speck oder mit Würstchen oder irgendwas. Ja, irgendwas ist gerade im Kopf. Ist schon ein bisschen her, seit ich das Video geguckt habe. Gut. Ja, ansonsten noch, guter Geschmack ist unsere Natur. Natürlich ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und Farbstoffe. Das stimmt nicht so ganz. Hier ist nämlich Hefeextrakt drin. Hefeextrakt ist im Grunde genommen nichts anderes als natürliches Glutamat. Ist ein Geschmacksverstärker. Ja, aber ansonsten, gutes Ding. Noch zum Anschauen. Großmutters Geheimnis, würziger Nudeltopf. Fand ich gut. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Interessant war es auf jeden Fall. Ich werde jetzt einmal, zweimal, dreimal den Hänger nach Hause fahren mit dem Holz, was ich heute gemacht habe. Ja. Und wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Wir sehen uns bestimmt wieder bei euch auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal, wie üblich. Man weiß es nicht. Alles klar. Bis bald im Wald. Tschüss.